Dus. Von Johann Sebastian Bach, in der Großmutter von Maria Barbara Bach, die waren mal Brüder gewesen. Die Maria Barbara war die Tochter des Johann Michael Bach, das war ein berühmter Komponist und Organist aus dem kleinen Städtchen Gehren, liegt 30 Kilometer von hier entfernt. Dort hat er gewirkt. Dieser Johann Michael Bach ist aber leider schon mit 46 Jahren verstorben. Und kurze Zeit darauf ist auch die Mutter der Maria Barbara gestorben, weil die Lebenserwartung hier doch sehr gering gewesen ist. Und deshalb ist nach dem Tod ihrer Eltern die Maria Barbara zu ihrer Tante nach Arnstadt gezogen. Diese Tante hieß Regina Wedemann. Erproben und die technische Abnahme machen. Bach war trotz seiner 18 Jahre ein begehrter Orgelsachverständiger. Und er hat die Abnahme der Orgel in Arnstadt damals so gut gemacht, dass man ihm sogar die Stelle als Organist angeboten hat. Und das hat damals in Arnstadt Aufregung verursacht. Erstens mal, weil es ein Ortsfremder war. Früher hat man die Organistenstelle sogar vererbt. Und zweitens, 18 Jahre. Es gab damals weit und breit keinen 18-jährigen angestellten Organisten. Große Hunde, große Kinder, große Väter, große Söhne, große Gorschen, große Zähne. Große Pfeile, große Köche, große Nasen, große Löcher. Große Herren, große Wappen, große Fässer, große Zahnen. Große Gerste, große Körner, große Köpfe, große Helme. Große Knaben, große Fressen, große Pferde, große Westen. Große Patschen, große Kauen, große Klatschen, große Klöpfen, große Trummen, große Wespen, große Hummen, große Wespen, große Hummen, große Leinwand, große Fleisch, große Blattblöcke.